fish bone. Wir haben heute einen interessanten zweiten Tag vor uns. Wir werden die Ursachenforschung weiter betreiben und werden gleich uns auf das Thema mal ein bisschen fokussieren. Es geht darum, wie wirken sich eigentlich Männlichkeitskonstruktionen auf antifeministische Einstellungen und Haltungen aus. Und wir freuen uns, dass wir dazu Klaus Tegeleit gewinnen konnten. Der wird gleich zusammen mit Thomas Giesterkamp hier ein Gespräch führen und auch natürlich auch mit euch und Ihnen dann auch ins Gespräch kommen. Guten Morgen, willkommen zum Podium mit dem provokanten Titel Ist Männlichkeit gefährlich? Ich bin Thomas Giesterkamp, Journalist und Buchautor in Köln und mein Gast ist der Kulturwissenschaftler und Schriftsteller Klaus Tegeleit. Er lebt in Freiburg. Hier auf dem Tisch liegt ein Wälzer. Das ist eine Premiere, das ist die Neuauflage der Männerfantasien. Es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Sachbuch nach 42 Jahren neu aufgelegt wird. Das deutet, was den Inhalt angeht, auf zeitlose Brisanz hin. Es ist ein echter Wälzer, damals in zwei Bänden erschienen, 1977 und 1978. Da werden einige von Ihnen noch gar nicht geboren worden sein. 1150 Seiten waren es damals zusammen und jetzt kommen noch mal 120 Seiten aktualisiertes Nachwort dazu. Dann sind wir bei 1270. Das Buch erscheint am 3. Dezember, kostet 38 Euro. Das finde ich für 1300 Seiten preisgünstig. Was sind die Männerfantasien? Das war damals ein früher Klassiker der Männer- und Genderliteratur und auch ein Bestseller. Verkauft wurden insgesamt bisher mehr als 100.000 Exemplare. Das ist für ein Buch über Männer sehr viel. Und jetzt werden es ja noch ein paar mehr. Worum geht es in den Männerfantasien? Der Titel ist ja auch spannend oder anziehend. Klaus Tegeleit hat historische Selbstzeugnisse von Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg ausgegraben, kann man fast sagen. Selbstzeugnisse wie Briefe, Tagebücher. Und er beschreibt den zerstörerischen Charakter männlicher Gewalt und dessen Ursachen. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum wir jetzt diese dicke Neuauflage haben, denn das Interesse an diesem Thema Gewalt und Männlichkeit ist heute vielleicht größer denn je. Es geht ja auch um Erklärungen dafür, warum Männer rechtsradikal sind oder werden. Ja, Herr Tegeleit, Sie sind 1942 geboren, also noch im Zweiten Weltkrieg, und Sie waren 35, als der erste Band der Männerfantasien erschienen. Ist jetzt also diese Neuauflage, wie empfinden Sie das? Überrascht Sie die anhaltende Wirkung Ihrer Recherchen? Nehmen Sie das Mikro bitte. Ist es noch nicht an? Aber? Könnte ich zuhören? Ja. Nee, überraschend nicht, weil es gab ja keinen Anlass bisher in der Geschichte seit 1977, 1978, sich von der Wahrnehmung und Diskussion männlicher Gewalt zu entfernen. Und das, was ich da beschreibe für 1919, 20, Freikurs nach dem Ersten Weltkrieg und in der deutschen sozialistischen Revolution, in den Versuchen jedenfalls dazu, und das Niederschlagen davon, das passiert jeden Tag irgendwo auf der Welt seitdem. Sowohl in politischen Aufständen, die von rechten Männern, von Militär und so weiter niedergeschlagen werden. Die ganze Foltergeschichte der Militärjuntas in Südamerika, die Ermordung der Kommunisten in Indonesien, die Ermordung in Ruanda. Sie haben alle was dazu im Kopf und wissen Beispiele und Fälle, wie auch die
an bestimmten Stellen der Welt fortgesetzte oder auch noch zunehmende familiäre Gewalt in männerdominierten Gesellschaften. Alles das hat ja kein bisschen aufgehört. Und wenn das, was ich damals dazu geschrieben habe, einigermaßen stimmt hier und da, dann stimmt das für viele solche Dinge heute auch. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Rezeptionsgeschichte in den Ende der 70er Jahre. Das war Ihre Promotion, auch Summa Cum Laude. Und es gab eine seitenlange Besprechung von Rudolf Augstein, dem damaligen Spiegelchef. Also es hatte eine große mediale Resonanz. Aber eine Hochschulkarriere hat sich daraus ja eigentlich nicht ergeben, weil Sie galten so ein bisschen als eigenwilliger Geist. Ich habe gelesen, ich glaube bei Wikipedia, dass die Uni Freiburg Sie wegen Ihrer, Zitat, ungezügelten Intelligenz nicht mal ein Proseminar abhalten lassen wollte. Woran lag das? Warum gab es diese Widerstände? War das Buch zu lässig und unakademisch geschrieben, wie Sie heute im aktuellen Nachwort schreiben? Oder was war der Grund für diese, ja, nicht allergrößte Beliebtheit, die Sie sich da im universitären Rahmen verschafft haben? Ja, das hatte mit der Arbeit eigentlich nicht direkt was zu tun, sondern mit meiner politischen Vergangenheit. Ich war nach der Erschießung von Benno Ohnesorg 1967 bin ich in den SDS eingetreten und daraus entwickelte sich in den nächsten Jahren eine Fulltime-Aktivisten, wie man heute sagt, Beschäftigung. Ich habe auch 3 Jahre fast was anderes gemacht als Unipolitik und antikoloniale Politik und solche Seiten das immer hatte. Und dazu gehörte unter anderem, dass wir im Sommersemester 69, wo der SDS sich schon verbreitert hatte, in die sogenannten Basisgruppen hinein, Basisgruppe Germanistik, wo wir also nicht nur diese Forderungen in der Hochschule, Drittelparität, also Entmachtung der Ordinarien, Mitbestimmung des Lehrstoffs, Aktionen gegen Vorlesungen, wo die Herren sich da vorne hinstellten, dann waren es in Freiburg keine. Und ihre gleichen Vorlesungen jedes Semester wiederholten und wir die Studenten da saßen und manche schrieben mit, die anderen guckten sich an, man suchte, mit wem man Kontakt haben wollte, aber wahrnehmend hat man da so gut wie nichts. Wir wollten die Vorlesungen von dieser Ebene abgeschafft haben, wir wollten Gruppenarbeit, wir wollten Anerkennung von Gruppenarbeit. Und da haben wir im Sommer 69 den Lehrbetrieb lahmgelegt und in jede Vorlesung und haben da ein Theater veranstaltet, bis die Professoren das eingestellt haben. Dann, die haben sozusagen einen Gegenstreik gemacht und haben gesagt, ja prima, dann machen wir die Lehrveranstaltung selber. Und das kriegten wir auch gut hin. Das ärgerte sie dann so sehr, dass sie den Lehrbetrieb wieder aufnahm. Aber es führte dann dazu, dass es dann waren fast 1000 Germanisten in Freiburg eine große Vollversammlung gab und da stimmten die Leute, die also noch ein Jahr vorher überwiegend rechts waren, man konnte auf Vollversammlung oder so kaum was Linkes sagen. Da hatten wir sogar eine Mehrheit von 500 noch was Leuten. Und diese Geschichten, das haben, als ich dann später promoviert habe, dazwischen nicht da. Ich habe kein Examen gemacht, weil ich wegen meiner politischen Aktivitäten wusste, dass ich sowieso nicht mehr Lehrer werden. Was ich eigentlich nur vorhatte, deswegen hatte ich in Germanistik und Anglistik studiert. Das ging nicht mehr, dann habe ich 3 Jahre Journalismus, freier Mitarbeiter im Südwestfunk gemacht und danach die Gelegenheit gekriegt, über Graduiertenstipendien, die damals neu waren. Und mit dem Stoff hatte mich Erhard Lukas, Historiker der Märzrevolution und der Novemberrevolution, bekannt gemacht und er konnte mit diesen Gewaltsachen nicht umgehen. Er sagte, ich verstehe das nicht. Warum müssen diese Freikorps-Leute im Ruhrgebiet die Leute blutig prügeln mit Gummischläuchen? Warum wird mit dem Kolben geschlagen? Diese Beschreibung etc. Und meine Frau hatte Psychologie studiert, fing da schon an, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu arbeiten, in der Uniklinik als klinische Psychologin. Er wusste, dass wir mit Psychoanalyse was am Hut hatten und fragte uns, ob wir mit dem Material umgehen könnten. Und daraus ergab sich diese Arbeit für Stipendium beworben. Und das Institut, das Germanistische, hatte sich nach unseren Aktivitäten im Laufe davon gespalten, in den Professoren tatsächlich. Also ein Teil von denen bot nach 1970 marxistische Literaturwissenschaft an.
Es nannte sich KLV, koordinierte Lehrveranstaltung. Und das waren tatsächlich zwei feindliche Gruppen im Institut. Die einen um den Ordinarius Kaiser, die anderen waren links. Und als ich die Arbeit fertig hatte, ich wusste genau, die würden mich nie im Leben einstellen. Die zitterten schon, wenn ich denselben Fahrstuhl bestieg oder bestimmte andere Genossen. Das war klar, aber auch mein Doktorvater, Franz Peter Hermann, der zur linken Gruppe gehörte, sagte, bewirb dich da, wurde eine akademische Ratstelle frei. Die Stelle steht dir eigentlich zu, nach Geflogenheiten des Instituts. Aber die Mehrheit in der Gruppe, die das genehmigen musste, die Arbeit war da längst durch, da konnten sie nichts gegen sagen. Aber die wurde mit 3-2 dann abgelehnt, diese Stelle. Und in dem Zusammenhang schrieb der Ordinarius Kaiser, ne, dieser Mensch mit seiner ungezügelten Intelligenz kann nicht Erstsemester unterrichten. Aber das war nur eine Formel dafür, dass sie mich da politisch natürlich nicht haben wollen. Also das ist ja auch noch die Zeit gewesen, die Älteren hier werden es wissen, der Berufsverbote. Also man hat versucht, die Linken eben von der Uni und von den Schulen fernzuhalten. Kommen wir doch zu dem Inhalt des Buches. Also Freikorps, ich weiß nicht, ob das allen was sagt, also diese heimkehrenden deutschen Soldaten, sie haben die Novemberrevolution niedergeschlagen, sie waren beteiligt an der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Beteiligt, sie waren das. Ja, sie, also dieser Brigade Erhard, glaube ich. Ja, genau. Ja. Dann beteiligt am Kaputt, Sie hatten das eben schon erwähnt, Ruhrgebiet im Schwerpunkt, gar nicht weit von hier, und dann eben später auch verlässliche Stütze der Nazis. Also eine sehr reaktionär gesinnte Gruppe, und Sie haben sich, und das war damals, glaube ich, ein neuer Forschungsansatz, die Originaldokumente angeguckt. Also nicht über sie geschrieben, sondern geguckt, was äußern diese Männer selber. Können Sie vielleicht diesen Forschungsansatz noch mal so ein bisschen erläutern? Ja, in sogenannten Faschismustheorie gab es fast nur Sachen, die so aus der Ecke Politikwissenschaft kamen. Ja, und da war natürlich etliches zusammengetragen worden, also Rolle der Industrie beim Aufstieg Hitlers und Rolle des Militärs, Wehrmacht und so weiter und so weiter, was alles stimmte. Aber wenn ich die Handlungsweise dieser Leute anguckte und nachdem ich mit dem Material bekannt geworden war, war mir ziemlich schnell klar, man kann nicht einfach über die Schreiben bestimmte Theorien verbreiten. Die sprechen ganz anders. Was hat das, die Theorien, die es gibt, haben mit denen nicht zu tun? Die erklären in keiner Weise, warum die so handeln. Die erklären vor allen Dingen nicht die Gewalt, nicht die Lust an der Gewalt, die aus den Selbstbeschreibungen der Leute hervorging. Sodass ich Erhard Lukas, der diese Forschung als Historiker gemacht hatte, gesagt habe, ich brauche mehr Material über die. Und dann gab er mir Listen und Listen mit dem, was er bei seinen Recherchen gefunden hatte. Der ist dann ein paar Jahre lang durchs Ruhrgebiet gepilgert, von Rathaus zu Rathaus und hat dort die weggepackten Archive von den Dachböden und Kellern und so weiter durchsucht. Das war insofern auch wichtig, dass, wenn ich dann später in den Texten der Falco-Leute las, an der und der Stelle wurden wir 6 von unseren Kameraden bestialisch ermordet. Wir fanden sie auf mit abgeschnittenen Geschlechtsteilen, blutenden Unterteilen etc. oder so, dass das aus den Akten, die da waren, überhaupt in keiner Weise belegt war. Das war vollkommen klar, es handelte sich um Erfindung. Und wenn man ein bisschen genauer weiterguckte, dann kriegte man nach einer Weile raus, wer sowas angerichtet hatte, zerstückelte Leiber, Leichen, das waren die Freikorps-Leute selber. Das heißt, sie haben das, was sie selber machten, und das merkte man an den Texten, immer wenn sie diese Gewaltgeschichten beschreiben, und da ist der blutige Körper und so weiter, merkt man, dass der Affekt der Schreiber mit den Taten ist. Auch wenn sie sagen, das waren die Roten, die müssen dafür bestraft werden, aber ihr Affekt war mit der Gewalt in den Texten. Das fiel mir zuerst auf, das war sehr merkwürdig. Erstens drehen sie es genau um, der Affekt ist noch da, aber sie benennen genau die anderen als Täter für Sachen, die eher ihnen selber zuzuschreiben wären. Und gut, warum machen die das? Und dann merkte ich, je mehr ich davon las, dass man
Man macht ja Zettel und schreibt die Sachen drauf und schreibt Zitate auf und schreibt Zitate drauf. Und was schreibt man dann oben drauf? Nach welchem Stichwort man das wiederfindet in seinen Zettelkästen, wenn man das Tausende von hat. Viel vergisst man, es verschwindet etc. Also ich merke, man muss ein völlig neues Koordinatensystem von Stichwörtern einführen. Also eins wurde rote Flut, klar. Dann Schlamm, Schleim, Breie, Sumpf etc. Das kam überall vor. Entscheidend war wirklich so ein Punkt, wo mir klar wurde, die reden jetzt von, da kommt eine Arbeitermasse auf uns zu, ein Streik oder eine Demonstration. Da steht in den Texten nicht, da kamen Arbeiter auf uns zu, die waren vielleicht zum Teil bewaffnet oder wirklich. Und wir mussten was gegen die unternehmen. Angst geben sie ja selten zu. Aber wir mussten da rein. Irgendwie sowas, das steht da nicht. Da steht, der Schleim der Republik stand uns schon bis zur Unterlippe. Die rote Flut kroch auf uns zu und drohte uns zu verschlingen. Lauter so Zeug. Brei, die ganze Republik, alles was da an links auftauchte und Umsturz, das obere und das untere nach oben kehren, wurde unter diesen Begriffen beschrieben. Schlamm, Schleim, Brei. Und irgendwann dachte ich, wo ist denn, da steht nichts hier, dem ist da. Irgendwann wurde mir klar, das ist kommt von innen. Sie beschreiben, was in ihnen aufsteigt. Das haben sie im Maul, Schleim. Angst, Scheiße, Brei. Das undifferenzierte Innere, wie ich das dann später genannt habe, die Unfähigkeit eines bestimmten Typs, der mit Gewalt überwiegend behandelt worden ist in Kindheit und Jugend, bildet nicht das aus, was bei Melanie Klein zum Beispiel die gute Mutterbrust ist, also positive innere Objekte, sondern Melanie Klein spaltet das ja beim Kleinkind in verfolgende und lehrende Brust. Die nähernde Brust, das heißt, das Kind fühlt sich an positiven Gefühlen und richtet das, was in der Psychoanalyse Libido heißt, diese Energie nach außen, zu den Körpergrenzen. Das Baby will wachsen und mit der Außenwelt in Verbindung treten über die Haut. Und bei einem gewaltmäßig behandelten Körper findet dieser Vorgang nicht statt. Das heißt, die Libido besetzt die Außenhaut nicht. Dieser Körper wächst auf mit unsicheren Körpergrenzen. Er weiß nicht, wo er aufhört, er weiß nicht, wo er in die Außenwelt übergeht. Dagegen schützen sich diese Typen später, deswegen haben sie das Militär so beliebt, durch Drill. Sie trainieren sich einen das Körperpanzer an, diesen Begriff habe ich aus Wilhelm Reich übernommen. Und dieser Körperpanzer fungiert nicht nur im Grunde, sondern tatsächlich als der Ich. Das, was Freud das Ich nennt, das Ausgleich zwischen Außenwelt, Innenwelt, Realitätsprinzip, entwickelt sich bei denen nicht, sondern das Innere bleibt diffus, weil es nicht angefüllt ist mit guten Objekten, sondern nur mit Verfolgenden, mit Negativen. Das heißt, diese Körper sind primär angefüllt mit Angst. Kern des Faschismus, habe ich dann viel später formuliert, ist nicht irgendeine Ideologie, sondern die Angst vor Körperablösung. Und gegen diese Körperauflösung kämpfen diese Typen an, indem sie sich selber panzern. Man kann auch sagen, sich selber Gewalt antun, sich selber in einer bestimmten Weise vergewaltigen. Und wenn das einen bestimmten Grad erreicht hat, dann kommt eine Sorte Körper raus, die mit Reizen aus der Außenwelt, die immer als bedrohlich empfunden werden, nicht anders umgehen können mit Gewalt. Und das geht weiter. Diese Lust zur Gewalt ist dann die wirkliche Befriedigung, die Sie erfahren können. Gut, das war ja ein interessanter Ausflug in die Psychoanalyse. Haben wir viel gelernt. Also das ist aber insgesamt ja ein düsteres Bild der Männlichkeit, was Sie da zeichnen. Also Unfähigkeit zu menschlichen Beziehungen, aggressionsgeladenes Inneres, Körperpanzer durch militärischen Drill und die Fragestellung heute Morgen ist ja, ist Männlichkeit gefährlich? Es gibt ja dieses Modeschimpfwort von der toxischen Männlichkeit. Wie würden Sie diese Frage beantworten? Ist Männlichkeit toxisch? Ja, eine bestimmte Männlichkeit bestimmt. Toxisch ist es. Nachdem ich ein bisschen drüber nachgedacht hatte, ein witziges Wort in dem Zusammenhang. Weil die übliche Kriminologie
Man sagt ja, Männer üben Gewalt aus, wenn sie die Gewalt ausüben, Männer schießen. Frauen, wenn sie Gewalt ausüben, schießen nicht, sondern Frauen vergiften. Ne? Kriminologisch. Ne? Der Giftmord ist historisch eine Angelegenheit von Frauen. Das ist ein femininer Begriff. Toxische Männlichkeit kehrt das um, gibt diese Filmtitel wie Blondes Gift und Trivialliteratur etc. Das wird voll davon. Toxische Männlichkeit dreht das um. Das finde ich ganz schön. Natürlich sind nicht alle Männer gefährlich, sondern man muss, es gibt ja auch gar nicht die Männer. Teils, teils. Es gibt schon bestimmte Züge am Männlichen, wo Frauen, wenn sie sagen, das ist typisch Mann oder so, schon Übereinstimmung haben, die nicht einfach eine Fantasie ist, sondern auf bestimmten Wahrnehmungen beruht. Die Hauptdifferenz ist, wenn man das also sehr verallgemeinern will, auf Männer und Frauen gegenüber. Wir haben seit, unsere Kultur ist ungefähr 12.000 Jahre alt, in der wir leben. Die fängt an mit der Sesshaftwerdung und mit Haustierdomestikation, Getreidezüchtung im sogenannten türkischen oder fruchtbaren Halbmond, also Nordirak, Syrien, Teil der Türkei. Und dieses Gebiet, was damals nach der letzten Eiszeit das fruchtbarste Gebiet, eines der fruchtbarsten Gebiete auf der Erde war. Und sich eben die bis dahin als Sammler und Jäger herumziehenden Leute niederließen. Und Häuser bauten. Das heißt, ab da gibt es Besitz, ab da gibt es Dörfer mit Anlagen drum, die sich verteidigen. Ab da gibt es überhaupt in unserem heutigen Sinn erst Kriege. Unter den Sammlern und Jägern gibt es keine Kriege. Die hauen sich zwar mal hier oder da den Schädel ein, es gibt ein paar Funde, aber nicht viel. Aber ab da, wo es Besitz gibt, ab da, wo es Landbesitz gibt, ab da, wo Leute wo wohnen und ab da bilden sich diese Familienstrukturen raus mit nach einer Weile männlich werden, und das hat mit dieser ganzen Arbeitsteilung zu tun, die da auftaucht. Die Arbeitsteilung läuft so, dass Außenarbeiten, also auch Auseinandersetzung mit anderen, das geht später weiter über Bergbau, das geht dann weiter über Seefahrt. Und das ganze Mittelmeer wird ja nach 1500, nach 1200 vorher von den Griechen besiedelt über Schifffahrt. An Bord dieser Schiffe sind keine Frauen, das sind 50 rudernde Männer. Und ganz bestimmte Sorten Tätigkeiten, also alles grob zusammengefasst, motorische, körperliche Tätigkeiten nach außen, geraten mehr und mehr in Männerhand und die Frauentätigkeiten mehr um das, um die Wohnplätze. Und Ackerbau, Kinder, Textil und so weiter und so weiter. Und das macht einen riesen Unterschied für die Psyche aus im Laufe der Jahrtausende. Und das ist die Klage, die heute von Frauen geführt wird. Und das bestätigen heutige Psychiater und Psychoanalytiker, dass Männer dazu tendieren, und insofern kann man wirklich sagen, Männer, wenn sie Konflikte haben, was ihnen passiert, motorisch nach außen auszuagieren. Sei es über Sportsachen, Auseinandersetzungen, Konkurrenzen, und Frauen sich immer beklagen, Männer sprechen nicht über Gefühle. Das ist tatsächlich der Fall, weil sie es meistens tatsächlich nicht können, weil sie ihre Psyche motorisch abagieren. Okay, also ich habe so verstanden, Sie halten das jetzt nicht für biologisch bedingt, sondern im Laufe der Jahrhunderte sozial konstruiert, aber es gibt diese Unterschiede. Wir wollen jetzt mal die Historie verlassen und uns der Gegenwart, die ja der Grund ist für die Neuauflage, widmen, und gleich ist dann natürlich, sind Sie auch dran mit Fragen und Kommentaren an Klaus Teweleit. Das Thema dieser Tage ist ja Antifeminismus, und ich habe mich viel mit der sogenannten selbsternannten Männerrechtsbewegung beschäftigt. Das kann man jetzt sicherlich nicht mit dem Freikorps vor 100 Jahren vergleichen, aber es gibt da ja auch seltsame Ideen. Also angeblich leben wir in einem von Frauen beherrschten Gouvernantenstaat. Wie schätzen Sie denn diesen neuen Maskulismus oder Maskulinismus, wie auch immer man es nennen will, ein? Ja gut, also das ist ein Punkt, von dem ich tatsächlich ein bisschen überrascht war. Ich hätte gedacht, das, was ich da an diesen Männern in der Zeit beschreibe und was für
mindestens bis Ende des Zweiten Weltkrieges auch Gültigkeit hatte, nämlich diese bestimmte Art, die Menschen zu bauen, die Figur zu konstruieren, gesellschaftlich, dass sich das seit den 70ern, ne? Also seit Aufkommen des Feminismus, seit ökologischer Bewegung etc., geändert hätte. Das ist ja auch der Fall. Ne? Also das, was ich den Giftpegel in einer Gesellschaft nenne, ist bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg seit den 70ern früher erheblich gesunken. Das war für meine Generation verursacht durch Musik, durch Rock'n'Roll, Tanz, durch die Pille, durch andere sexuelle Beziehungen, die man haben konnte, tatsächlich so gegeben. Die Hauptdifferenz meiner Generation zu den Eltern bestand schlicht darin, dass die zusammenbrachen und Niggermusik schrien, wenn sie Jazz und Rock hörten und wir das jeden Tag hörten. Und das war wichtiger als das Frühstück oder sonst was, als das Essen. Und die körperliche Differenz, die wirklich entstanden ist. Und das ist in vielen Teilen der Welt offenbar nicht so. Für Amerika hat mich das sehr gewundert. Mich hat auch gewundert, denn als ich habe nach diesem, vor drei Jahren dann eine Art Verlängerung dieses Buchs geschrieben, Das Lachen der Täter, wo Breivik eine Hauptrolle spielt, dass da dieser Antifeminismus so stark im Zentrum steht. Ich dachte, das hätte sich in einer bestimmten Weise überlebt und stellte fest, es hat sich überhaupt nicht überlebt. Diese Incel-Leute in Amerika, das heißt Involuntary Celibacy, das heißt, sie wollen eigentlich gerne, heißt das, mit Frauen leben, aber das geht nicht, weil die Frauen zu bescheuert sind, nämlich zu feministisch. Deswegen leben sie im unfreiwilligen Zölibat. So nennen sie ihren Frauenhass. Und das geht bis zu dem Punkt, einige dieser Killer von den amerikanischen Attentaten der letzten Jahre gehen bis zu dem Punkt, dass sie sagen, Frauen brauchen wir nicht. Und sie kriegen langsam mit, dass die Genetik so weit ist, dass man auch ohne Frauen Körperbeteiligung, das Ei außerhalb etc. und Samenbank Kinder machen wird, ohne dass man den Frauenkörper braucht. Und die Forderung lautet von dem einen Killer, Frauen ins KZ, sie gehören alle umgebracht. Das ist keine Erfindung von mir, das ist ein Zitat. Das ist 2 Jahre alt. Und warum ist das so? Bei Breivik ist das so, dass er 3 Jahre vor seinem Attentat aufhört, sexuelle Beziehungen zu haben. Und vorher hat er eine Freundin und so weiter und so weiter. Mit Marge Schluss und er beschließt, dass es ganz wichtig ist, diese Körper, die dann gewalttätig werden, ne, wofür sich in der Presse und in der allgemeinen Rede das Wort Amok eingebürgert hat, ne, idiotischerweise. Die haben nichts mit Amok zu tun. Die planen ihre Taten sorgfältig, studieren die Taten vorher, haben die Bücher der Vorläufer auf ihren Nachttischen liegen, die man findet, nachdem sie ihre Attentate gemacht haben. Das sind Entschlüsse zu Gewalt, Entschluss zum Töten, der zum Kern hat, keine Frauenbeziehung. Frauen dürfen erschossen werden, aber nicht mehr sexuell berührt. Ein Drittel dieses 3 Breivik-Manifests sind 1500 Seiten, was er ins Netz gestellt hat am Tag vor dem Attentat, beschäftigt sich mit Frauen. Da ist ein totales Programm drin, was Frauen dürfen, was Frauen nicht dürfen. Frauen dürfen zum Beispiel nicht weiter studieren als Bachelor. Frauen dürfen nicht in die Polizei. Frauen dürfen nicht ins Heer. Frauen dürfen überhaupt erst studieren, wenn sie 2 Kinder geboren haben. Die nimmt der Staat ihnen ab und erzieht die. Und Professoren ausgeschlossen. Und das läuft alles unter dem Stichwort feministischer Kulturmarxismus. Norwegen. Das sind die Frauen, die lassen all die Ausländer rein, die unterschreiben die Papiere, über die die Pässe kriegen, die Muslime in Norwegen. Das muss gestoppt werden. Ich bin der Retter. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt für diese Typen, weswegen die zum Beispiel psychoanalytisch oder so nicht behandelbar sind. Die legen sich auf keine Couch, nicht nur das nicht, sondern sie sagen, wir sind Heiler. Wir retten die Welt. Ihr seid krank, wir sind krank. Wir sind die Gesunden, der Kinder ist der Arzt. Wir stellen den Naturzustand der Gesellschaft wieder her. Der ist Männer oben, Frauen, Kinder, Farbige, Andersrassige, Juden und so weiter unten. Wer da unten ist, ist austauschbar, das kann man,
kann man erfinden. Die einen morden für Allah und der andere morden für Christus. Das kann man dran kleben. Aber wichtig ist, dass die Welt, und da kommt wieder ein psychoanalytischer Begriff ins Spiel, wenn das Baby am Anfang mit der Mutter oder der anderen Person, die es aufzieht, in der Sorte von Symbiose ist und die sich aneinander entwickelt, dann kehrt dieser Mann im gesellschaftlichen Leben alles, was da ist, um in Hierarchie. Symbiosengleichheit darf es nicht geben. Also dieser Typ hält körperlich Gleichheit nicht aus. Das ist sozusagen der körperliche Antidemokratismus der heutigen Rechten, den wir haben. Die können die Welt nicht anders aushalten oder empfinden als so. Hierarchisch mit oben, 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 schön durchgestaffelt bis unten. Also leben sie insgesamt in dieser Gewaltstruktur und sie brauchen offenbar dafür weltweit, das habe ich dann sozusagen neu gelernt, in diesen Antifeminismus und reden dann von Staatsfeminismus. Das heißt, dieser Punkt, Frauen werden gleich. Das geht nicht. Das ist total ausgeschlossen. Und um das auch gleich vorwegzunehmen, sowas kriegt man bei diesen Typen nicht durch Diskussionen weg oder dass man ihnen sagt, ihr redet Scheiße. Sowas verändert sich nur durch andere körperliche Beziehungen. Wenn sie die haben oder kriegen, können sie oder auch ihr Glück haben. Also Diskussionen helfen gar nicht, aber was machen wir denn dann? Also wie kriegen wir dieses Phänomen in den Griff? Also Antifeminismus ist, wenn ich es richtig verstanden habe, klar dem rechten Spektrum zuzuordnen. Das sieht man ja auch an den Wahlergebnissen der AfD oder an der Neonazi-Szene. Also wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen Rechtsextremismus und Männlichkeit? Ist das ein klarer Zusammenhang? Auch bei den Anschlägen, es sind ja immer Männer, die verüben. Also Frauen haben offenbar doch eine geringere Gewaltbereitschaft. Und jetzt sagen Sie, man kann nicht reden mit denen oder nicht diskutieren, nicht überzeugen mit Worten. Was können wir denn dann machen? Gut, ich sage, ein bestimmter Typ ist mit Reden nicht mehr zu erreichen. Das ist der, bei dem mehr oder weniger der Entschluss zum Töten und zur Gewalt vorliegt. Und das ist bei denen, die dann Attentäter werden, auch tatsächlich der Fall. Also man kann bei jedem von denen, es gibt eine gute Untersuchung von Peter Langman, heißt er, amerikanischer Psychiater, der die hauptsächlichen sogenannten Amokfälle untersucht hat. Und das ist ein Punkt, den er herausarbeitet, sagt, der Entschluss zum Töten, der klare Entschluss zum Töten ist bei allen da, bevor sie tätig werden. Aber es gibt ja viele Männer, die sind nicht an diesem Punkt, wo sie den Gewaltakt beschlossen haben und sich bewaffnet haben und Waffen gesammelt haben. Es gibt natürlich Männer auf jeder Ebene, mit denen man sich berührt, in Kneipen, in der Nachbarschaft, in Vereinen, Gruppen etc. etc. Also besonders Schulen, Elternabende etc. und so weiter, da lohnt es sich immer zu reden mit Sachen, die auftauchen oder die man wahrnimmt bei bestimmten anderen. Können sich Freundschaften bilden, in Vereinen zum Beispiel. Vereine sind ungeheuer wichtig, also wird zwar immer betont, für die Fremden, die bei uns sind, die so Geflüchteten oder Flüchtlinge. Warum man nicht mehr Flüchtlinge sagen soll, habe ich noch nicht begriffen, aber für mich ist das relativ gleich. Die brauchen Kontakte. Wenn jemand aus einer patriarchalen Familie rumläuft, der geprügelt worden ist, dem erlaubt es, seine Schwestern zu prügeln, zu bestimmen oder bis zum Febemord hin, Dinge, wie ändert man den? Das kann sich ändern, wenn er hier eine Beziehung kriegt, sei es mit einer Frau oder mit Freunden, die das komisch finden, die sich anders verhalten. Und wenn es da eine Akzeptanz gibt, und das kann auf Vereinsebene eintreten, dann kann es Veränderungen geben. Also das Gute an Menschen, deswegen heißen die ja so, sind, ist ihre Veränderbarkeit. Man liegt eben nicht fest. Also den zivilen Raum zu entgiften, das ist eine Aufgabe von jedem und jeder. Gut, also wir können doch was machen, hatte ich den entnommen. So, jetzt sind Sie dran. Sie können Fragen stellen an Herrn Teveleit oder auch kommentieren. Das ist ja ein redefreudiges Publikum, da mache ich mir keine Sorgen. Ich versuche mal die... Fangen Sie an. Ursula Wirsel. Ich habe ja auch Ihr Buch gelesen, Das Lachen der Täter.
fand das durchaus sehr nachvollziehbar, was Sie über Anders Breivik geschrieben haben. Sie hatten ja auch den Fall in Indonesien, die Massenermordung, also an Kommunistinnen, soweit sie, also egal, das war ja letztendlich nachher egal, wer ermordet wurde, aber auch da kam, und darauf will ich jetzt dann auch mal wegen der rechten Gewalt, waren auch Frauen ja insofern involviert. Sie beschreiben ja auch diese Moderatorin im Radio, die dazu aufruft, Kommunisten zu töten und sozusagen diesen rechtsfreien Raum, den es gab, sozusagen nochmal weiter zu öffnen, um genau diese grauenhaften Tötungen mit zu forcieren. Also Frauen sind in irgendeiner Form doch auch augenscheinlich in solche Gewalttaten involviert. Das wissen wir auch aus der Forschung zum Nationalsozialismus, dass Frauen nicht nur denunziert haben, sondern gerade auch als KZ-Aufseherin äußerst brutale Gewalt ausgeübt haben. Und wir wissen auch aus der Forschung zu rechter Gewalt, dass zwar im Wesentlichen Männer diese Gewalt ausüben, aber wenn Frauen involviert sind, gerade auch bei Gruppentaten, diese besonders brutal sind, und zwar bei beiden Geschlechtern. Da ist ja die Frage, wie lässt sich das erklären? Ja, klar. Ja, gut, die Reporterin, die Sie erwähnen, die Radio-Frau, das ist Ruanda. Ne? Das ist das. Indonesien habe ich die Filme von Joshua Oppenheimer benutzt, The Act of Killing and The Look of Silence, die ich allen, die das nicht kennen, empfehle, weil man da diese lachenden Täter studieren kann, weil da der Sonderfall vorliegt. Das 65, ne? 800.000 bis 1 Million Menschen in Indonesien umgebracht worden als angebliche Kommunisten. Also die Angst, Indonesien schließt sich China an und die meisten von denen haben mit Kommunismus nichts zu tun, wie sie schon richtig andeuten. Und die wurden von angeheuerten Leuten, also die in den Filmen sind, das waren Kinokartenabreißer, Kleingeschäftsleute, Kleinkriminelle, die in dem Film berichten, und der Film ist, das ist gedreht 2008 oder so, also 40 Jahre später, erzählen sie begeistert, wie sie diese Killings gemacht haben. Und lachen dabei, tanzen auf dieser Dachterrasse von diesem Kino hier. Hier haben wir, das war so viel Blut. Dann haben wir gesagt, Blut ist nicht so gut. Dann sind sie übergegangen, das haben sie aus amerikanischen Filmen. Beschreiben sie, die Leute zu erwürgen, weil das nicht so blutet, und dann kriegt man die Leib. Und das können sie alles so lachen und begeistert erzählen, weil sie dafür nie bestraft worden sind. Sondern im Gegenteil, der Staat hat sie gelobt, ihr habt uns von dem Kommunismus gerettet. Und wir sind jetzt, einige sind in Regierungsfunktionen, einer der Gouverneure, der im zweiten Film auftaucht, gehörte zu den Killern etc. Ja, woran man sieht, nichts vergessen, ne? Nichts ist untergegangen in den Körpern, es ist alles präsent. Ne? Das ist, wenn heute bei uns sich die übergebliebenen SS-Leute treffen, sind die genauso. Ne? Aber uns gegenüber erinnern sie nichts und haben auch nichts getan, ne? In der Öffentlichkeit. Aber es ist da. Ne? Und In der indonesischen Geschichte, in Indonesien sind weniger Frauen beteiligt, die Frauen woanders, eine Radiofrau, Hutu und Tutsi, die bezeichnen sie nicht als Kommunisten, sondern als Zecken. Ne? Und rufen aus dem Radio auf und sagen, an der und der Ecke befinden sich so und so viele Zecken. Und dann strömen die Killer dahin und bringen die um und melden das ans Radio weiter. Und dann wird das über das Radio freudig verkündigt, so und so viele Zecken getötet an der und der Stelle. Jetzt könnt ihr da weitermachen, und dabei trinken sie Bier und spielen Weltmusik, ne? Feier. Also die Feier des Tötens. Und an dieser Feier des Tötens, also an der gewaltsamen Zerstörung von Körpern, sind Frauen fast nie beteiligt. Ne? Frauen üben eine andere Sorte Gewalt aus. Sie in dem Fall übers Radio, die ganzen Frauen, die Hitler unterstützt haben, und, die sind mitgegangen in die Wohnung der verhafteten und deportierten Juden und haben die Haushalte aufgelöst und haben sich das unter den Nagel gerissen und haben auch ähnliche, alle Sorten Hetze unterstützt. Aber diesen Akt, sich zusammenzurotten, wie die Kindersoldaten in Ruanda, die zum Töten gebracht werden, die den ganzen Tag nichts tun, die rumlaufen und Körper zerhacken.
mit ihren Macheten und das begeistert beschreiben, bis zu dem Punkt, den ich in Lachen der Täter in der Zitier beschreibe, dass einer der Kindersoldaten gezwungen wird, so lange auf einen Körper einzuhacken mit seiner Machete, bis er eine Erektion bekommt. Und das ist das Ziel der Aktion. Und der Kommandant sagt dann, siehst du, das ist Liebe. Das heißt, was Sexualität mal war in Körpern, wird in manchen Körpern so umgebaut, dass es nur noch in Gewaltakten funktioniert. Und ich kenne überhaupt keine Aktion von Frauen auf der Welt, die damit vergleichbar ist. Die Frauengewalt funktioniert völlig anders. Und ich sage keineswegs, dass sie nicht da ist. Aber die Lust am Körper zerfetzen, die Handvoll KZ-Frauen, die man da anführt, das ist sollte man nicht. So, ich schlage aus Zeitgründen vor, dass wir jetzt die Wortmeldungen bündeln und neben Frau Birse war eine. Ja, ich bin auch Germanist, der sozusagen aktuellen Generation, und möchte mich gegen diese psychoanalytische Universalisierung wehren. Also, psychoanalytische was? Universalisierung. Also wir haben uns in der zeitgenössischen Germanistik mühsam daran gewöhnt, sozusagen Männer und Frauen haben Konzepte als historisch gemacht und in jeweils spezifischen sozialen Kontexten hergestellt zu beobachten und zu sagen, es sind eben die Zeit um 1920 in Deutschland, Ruanda, oder die Zeit in den 2010ern hier in Westeuropa würde man jeweils unterschiedlich beobachten. Und dann zu sagen, wenn zu dieser Zeit jetzt von toxisch oder von Entgiften zum Beispiel gesprochen wird, dann sind das bestimmte Beobachtungsformen, mit denen man Männer irgendwie konzeptualisiert und mit denen man dann auch ein bestimmtes Frauenbild dem entgegenstellt. Und die Möglichkeit, dass es eben nicht so etwas wie eine überzeitliche Idee dessen, was Frauen oder was Männer sind, was irgendwie in ihren Beobachtungen immer wieder entgegenkommt und dass es auch gar nicht möglich ist, die psychosozialen Strukturen auf so eine Weise zu beobachten, um immer zu sagen, es gibt ein bestimmtes Erklärungsmuster, wieso das immer so läuft überzeitlich, sondern zu sagen, nee, man muss das schon in einem bestimmten Kontext sich anschauen, weil man nur so Gesellschaftsstrukturen dann sehen kann und beobachten kann, die eine bestimmte Idee von Weiblichkeit und Männlichkeit hervorbringen. Und kommen Sie zum Schluss? Und also deswegen wäre mein Appell, trotzdem über sprachliche, metaphorische Handlungen immer wieder auf die Konstruiertheit von Geschlechterkonzepten zu gucken und nicht so, wie Sie das jetzt so lange gemacht haben, immer wieder von die Frauen, die Männer zu sprechen. Okay, das behalten wir als Punkt hier vor. Jetzt kommt... Achso, Sie erst. Ja, geht genau in die gleiche Richtung. Also ich bin sehr dafür, nach psychoanalytischen Ursachen, also in der Psyche verankerten Ursachen von Gewalttätigkeit zu suchen, aber ich bin sehr skeptisch gegenüber Erzählungen, die mit der Mutterbrust anfangen und dann eine lineare Entwicklung der Geschlechterverhältnisse seit der Jungsteinzeit propagieren. Und ich denke, da sind die Dinge doch durchaus komplexer und wir müssen von umkämpften und auch teilweise gegenläufigen, sehr kontextspezifischen Entwicklungen ausgehen. Okay, ich habe noch drei weitere auf der Liste. Jetzt kommt Ilse Lenz. Ja, also meine Frage wäre, diese Konstruktion über die Körper finde ich total spannend. Ne? Also ich meine, Psychoanalyse hin oder her, das ist vielleicht eine andere Debatte, aber diese Frage, ob eine Körperformation im bestimmten historischen Kontext entsteht, weil männliche Sozialisation gerade im Bürgertum so gelaufen ist, unter Sexualverboten und Erlaubnissen bestimmter Art und Weise, so würde ich es jetzt mal für mich übersetzen. Jetzt haben wir aber auch die sexuelle, wie soll man sagen, Kommerzialisierung und Anführungszeichen Revolution gehabt. Und ich frage mich, ob das heute noch gilt. Also wenn ich an diesen AfD-Abgeordneten in Rostock war, der glaube ich, denke, der also dazu aufruf, sich auf Massenvergewaltigungen und Sex mit Kindern vorzubereiten und so im Grunde alle Grenzüberschreitungen bei sich angedacht hat und das über Facebook, also Internet geteilt hat, nicht über Facebook, dann frage ich mich, haben wir nicht heute was anderes?
sowas wie eine Entsublimierung und gleichzeitig eine Gewaltneigung. Und klappt das dann noch? Also was geschieht dann mit den Körpern? Ist das noch der Körperpanzer oder ist das der Körperrobot oder wie immer? Okay, Andreas Kemper dahin. Ja, ich habe eine Frage zu Faschismusdefinitionen. Und zwar möchte ich das an einer Situation letztes Jahr in Chemnitz festmachen. Chemnitz war eine Riesendemonstration von Neonazis, angeführt von Björn Höcke von der AfD. Und die ist dann halt von 500 Leuten blockiert worden. Ich habe das in einem Livestream mitverfolgt und dachte, geht da weg, ne, die machen euch platt. Und dann passierte was Komisches. Also Björn Höcke hat die Demo aufgelöst, der ist weggegangen. Und danach haben dann Till Schneider von der AfD gesagt, kann der nur, und Bachmann halt von Pegida meinte, bei uns wäre das nicht passiert, wir wären durchgelaufen. Und Kubitschek meinte, AfD und darf keine Demos mehr anmelden. Ja, das heißt, für mich ist Höcke ganz klar ein Faschist, aber ich glaube, dass er nicht durchgelaufen ist. Vielleicht hat er doch ein anderes Körperverhältnis, ne? Also vielleicht hat er doch keine Lust zum Töten. Also und vielleicht ist er aber erst trotzdem Faschist. Also da, das wäre also die Frage, die ich da habe. Was ist Faschismus? Muss man dafür so ein gestörtes Körperverhältnis haben oder geht es auch anders? Okay, jetzt noch Katharina Pühl und dann gebe ich zurück an Klaus Tegeler. Ich frage mich, wie weit wir sozusagen auch verschiedene kontroverse Positionen hier in so eine transhistorische Stellung Stellungsbestimmung der Debatten reinkriegen, wo man nicht sagt, entweder die Konstruktion oder Psychoanalyse. Mir fällt auf, das ist ja nichts Besonderes in historischen Wellen sozusagen von ungefähr drei Generationen. Es gibt Debatten zu Kriegsenkeln, Kriegskindern und so weiter. Das betrifft unsere Generation hier auch in unterschiedlicher Weise. Eltern teilweise Tätergeneration, teilweise selber noch Kriegskinder gewesen und so weiter. Also wie geht im 20. Jahrhundert die Übergabe von Gewalterfahrungen mit Schlägen in der Familie, ob das nun Parteiangehörige der NSDAP waren oder nicht, eigentlich einher mit einer gewissen Moralisierung und moralischen Erziehung, die auch der Protestantismus in der Nachkriegszeit zum Teil ja mitgetragen hat. Das ist eine steile These, aber lassen wir die Religion raus. Archivfristen gehen nach 30 Jahren auf. Wir reden jetzt über 89, 30 Jahre, die Treuhandgeschichte und die Überwältigung der DDR. Die Kinderheimgeschichte in der DDR und in der BRD, die sehr viel mit dem Gewaltthema zu tun hat, wird in der ARD, in Büchern, in der Psychoanalyse, in der Kunst, in tausend Arenen verhandelt und sehr unbeholfen zum Teil. Und da wird großes Leid, große Gewalt außerhalb des Militärs, aber innerhalb von Anstalten, gute deutsche Tradition, verhandelt und bricht aber auch was auf. Letztes Stichwort Wehrmachtsausstellung, zwei Anläufe, um das hinzukriegen, gesellschaftlichen Krisenfall, der dann doch irgendwie eine Lösung gefunden hat, wo man breiter diskutiert hat. Also wo stehen wir eigentlich mit der Chance, nach drei und vier Generationen doch mal ein paar Sachen aufzulösen, die quer zur Weltgeschichte, diese Gewaltzyklen, die Sie beschreiben, einerseits, aber teils auch in ganz anderen Formaten bearbeiten. Okay. Ja, gut. Und um mit den ersten beiden anzufangen, ich habe gerade ein Buch gelesen, das sich auf, das berührt die letzte Frage auch, Archiv Material bezieht, nämlich dieses Buch Metropol von Eugen Ruge, der feststellt, dass er von seiner Großmutter nie ein Wort über Russland gehört hat, obwohl die 3,5 Jahre in Russland war, und zwar 36, 37, 38, genau zur Zeit der sogenannten stalinschen Säuberung, Teil des Geheimdienstes, in diesem Hotel Metropol abgestellt, deswegen heißt das Buch so wie viele andere auch, und immer warteten, ob sie abgeholt werden oder nicht. Alle Genossen um sie rum verschwinden nach und nach vom NKWD, Urteile ganz schnell, Erschießung, Erschießung. Und der hat jetzt diese Materialien aus dem russischen Archiv geholt, ist jetzt geöffnet, Stempel streng geheim drauf und darüber Stempel aufgehoben. Und macht daraus ein Buch und Roman. Und in die Verurteilung der sogenannten Abweichler, Trotzkisten, 37, 38 in Russland,
sind ja alle so gelaufen, dass diese, denen das vorgeworfen wurde, Geständnisse abgelegt haben vor Gericht, die offenbar erpresst waren. Und alle drumherum sagten, warum jetzt alle, die die Revolution gemacht haben, verschwinden. Das ganze frühe Zentralkomitee, alle werden erschossen, nur Stalin ist noch da. Und der Richter in dem Buch, die Figur, dem wird der Satz in den Mund gelegt, und hat ihn auch irgendwo formuliert, die Leute glauben, was sie glauben wollen. Das ist seine Erkenntnis aus dem Buch über diese Säuberung. Im Grunde war es unmöglich, das zu glauben, aber die Leute glauben, was sie glauben wollen. Das ist meine Antwort auf die ersten beiden Fragen. Ihr hört, was ihr hören wollt. Ich habe nichts davon gesagt, von Überzeitlichkeit der Psychoanalyse. Ich habe genau von der sozialen Konstruiertheit gesprochen. In jedem Fall, im Lachen der Täter, jeden einzelnen Fall leite ich ein mit einer Ausbestimmung und mit einem Datum. Indonesien dann, Ruanda dann, Südamerika da, Breivik, Norwegen, 12. Juni, irgendwas so. Und natürlich mit Einbeziehung der jeweiligen Umstände. Und es gibt überhaupt, was ich gesagt habe, zur Männer-Frauen-Differenz war ja eine Frage, ob man die überhaupt in der Weise machen kann. Und dann habe ich sozusagen einen kleinsten gemeinsamen Nenner, Männer mehr motorisch, Frauen mehr innere Prozesse, gesagt, da kann man vielleicht so reden. Aber ich habe nichts gesagt von nicht-sozialer Bestimmtheit der jeweiligen Fälle. Also, wenn ihr das in der Germanistik lernt, das ist Einstellung von Ohren. Ihr seid in einer bestimmten Weise, sage ich jetzt mal ganz grob, dressiert. Auf eine ganz bestimmte Wahrnehmung. Das ist ja die Aufgabe der Uni, das probieren ja die Professoren, dafür sind sie ja da. Und das hat bei euch in einer gewissen Weise funktioniert. Das heißt, ihr könnt das, was ich differenziert zu sagen versuche, nicht mehr wahrnehmen mit euren Ohren. Das ist eins. Der war gut. Was Sie eben gesagt haben mit den Körpern, klar, ich sage ja nicht einfach Psychoanalyse. Was ich mache, ist, eine der Erkenntnisse des Buchs ist ja, dass mit der freudschen Psychoanalyse und wie sie entwickelt war, man an diese Gewalttaten nicht rankam. Das war damit nicht beschreibbar. Es ging aber über bestimmte Wahrnehmungen aus der Kinderpsychoanalyse, was Margit Mahler den fragmentierten Körper nennt. Leute, die ich hier beschreibe, laufen mit einem Fragmentkörper rum und sind dauernd bedroht davon, dass der sich auflöst. Und das wird auf ganz vielen Ebenen gesellschaftlich behandelt. Also bei uns ist es zum Beispiel so, was sich entwickelt hat in den letzten 20, 30 Jahren, das, was Sie alles erwähnen, was die Leute machen dürfen. Es kann ja zum Beispiel heute jeder, der an Kinderpornografie hängt oder auch sehen will, wie Kinder vergewaltigt werden, es ist überhaupt kein Problem für den, das Videomaterial zu kriegen. Oder er trifft sich in seinen Gruppen in bestimmten Zusammenhängen und da läuft das. Das heißt, er muss auch nicht mehr unbedingt rausgehen und ein Kind auf der Straße vom Spielplatz verführen, in den nächsten Wald gehen und das vergewaltigen und umbringen. Hat er dann noch einen Körperpanzer? Der Körperpanzer ist ja keine Ritter-Dings, das man mit sich rumträgt. Der ist brüchig. Der bricht zusammen und die Leute bestehen nicht nur aus einer Sache. Ich rede heute vom Ich, das heute vorliegt bei uns. Ich nenne das Segment Ich. Das in der Person, in der sogenannten gesunden Person in unserer Gesellschaft, ganz viele verschiedene Verhaltensweisen nebeneinander da sind, die alle gehen. Also dass man, ich höre zu weit, wenn ich jetzt die Beispiele mache, aber das wissen die meisten, man kann eine Stunde morgens religiös sein, den Rest des Tages nicht. Um 11 spendet man für hungernde indische Kinder und um 10 macht man ein Aktiengeschäft mit Waffenhändlern. Und etc. 10 solche Teile am Tag in Segmenten. Und die Menschen gehen von einem Segment ins andere über. Das war früher eine Definition von Schizophrenie oder Irre sein. Und das ist heute normal. Behaupte ich. Und da kann man das unterbringen, was Sie sagen. In unserer Gesellschaft ist das total verschieden, ganz verschiedene Fälle. Und es gibt Gesellschaften, die nach wie vor entstehen, wo das streng hierarchisch eine Verhaltensweise vorschrift, etc. Ungleichzeitigkeit ist ein Zauberwort auf der Welt. Es gibt nicht eine Theorie dafür alles. Und auch, also Höcke hat auch diesen brüchigen Panzer und besteht aus verschiedenen Teilen. Der läuft dann nicht bewaffnet wie die SA mit seiner Gruppe auf der Straße rum, dann wären sie da durch und hätten geknüppelt oder geschossen.
den Fall haben wir nicht. Diese Sorte Auftreten für die Rechten ist bei uns nicht möglich. In der Stadt, das können Sie in Weib machen bei einer Neonazi-Übung, aber nicht in Chemnitz. Oder wenn man den Halle-Täter nimmt, den Einzelnen, ich habe dieses Video gesehen, der besteht ja geradezu aus Körperfragment. Der kriegt sich überhaupt nicht zusammen, der kann seine Kamera nicht bedienen. Also nach einer Weile merkt er, er macht Mist, er sagt, ich verkacke wieder alles, ich bin Loser, ist das scheiße. Und dann, als seine Punkte zerschießt er eine Frau, die vorbeikommt. Weil er mit dem ganzen Kram, den er macht, nicht klarkommt. Am Anfang sagt er, Feminismus ist schuld. Und am Ende von seinem 2-Minuten-Statement sagt er, aber hinter allem stecken die Juden. Das ist ein völlig irres, unzusammenhängendes Gebrabbel, das eine total zerstörte Körperlichkeit plus Psyche. Die Psyche ist immer ein Anhängsel von körperlichen Prozessen. Ich rede primär von Körper. Und Fragmentkörper kann man wahrnehmen um sich. Und man kann selber bei sich bemerken, wie stabil die eigenen Beziehungen sind. Denn da sind die Übergänge fließend. Wir alle haben teilweise einen Fragmentkörper. Manche sind sehr gut ausgeglichen und kommen mit allen klar und nehmen Beziehungen auf und kriegen Antworten. Und dann ist man in einem Netz von Verbindung und dann braucht man sowas nicht, diese Gewalt. Und wer das nicht hat, wo die Verbindung weg gekappt im Lauf oder auch im Arbeitsleben oder so, wendet sich das in Gewalt. Und das ist ein permanenter Prozess in Übergängen. Also es gibt keine übergreifende Theorie da, die für jeden Punkt und jeden dieser Leute stimmt. Man muss das dauernd differenzieren. Gut, das nehme ich als Schlusswort, Klaus Debeleit, weil wir sind am Ende unserer Zeit. Vielen Dank für das Gespräch.